Die 13.000 im DAX war dem Index nicht lange vergönnt. Am Freitag standen wir mal ganz kurz dort. Heute geht es wieder nach unten mit den negativen ZDW-Daten. Als Vertreter aus unserem StarTrader-Team haben wir René Wolfram und Walter Peters. Wir sprechen über spezielle Aktien wie eine BASF, eine Netflix, aber auch über Rohstoffe wie zum Beispiel Weizen, Palladium und über das Thema Short Squeeze. Herzlich willkommen zum Finanztalk heute am Dienstag, dem 12. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein. Ich darf mit zwei StarTradern wieder über den Markt sprechen, mit dem Walter Peters und mit dem René Wolfram. Zuerst begrüße ich den René. Hallo René. Ja, hallo. Grüß dich, Andreas. Wir haben aktuell natürlich nicht nur die Finanzen, Erdgas, Dinge, die wir besprechen müssen, sondern auch Nahrungsmittel. Das ist in den letzten Wochen ein bisschen untergegangen, aber da haben wir mit dir den richtigen Experten. Es geht um Getreide, denn Wladimir Putin hat zum Beispiel Gespräche aufgenommen mit dem Regierenden in der Türkei, mit dem Herrn Erdogan. Kann man da schon im Preis etwas sehen, was hier für Volatilität sorgt? Ja, also wie du schon gesagt hast, ist ja natürlich schon in den letzten Wochen deutlich nach unten gegangen. Das ist bei Rohstoffen, gerade bei Agrarrohstoffen generell so, dass natürlich Risikopremiums sehr schnell eingepreist werden. Wir haben natürlich im Prinzip schon eingepreist gehabt, dass es da große Ernteausfälle bzw. Engpässe geben kann. Dadurch sind ja die Preise auch wirklich explodiert zwischenzeitlich. Und es ist aber ein typisches Verhalten der Märkte, dass sie in der Planting Season, wenn die sich dem Ende entgegenneigt, was typischerweise so in der zweiten Juni-Hälfte der Fall ist und dann in Richtung Juli nochmal mehr, dass die Märkte dann schon fallen, weil die Produzenten anfangen, Futures zu verkaufen. Und dass wir jetzt schon in den letzten Wochen nach unten gegangen sind, ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, weil ein Produzent wird ja nur ein Future verkaufen, mit dem er sich ja dann verpflichtet, auch die Lieferung zu tätigen, wenn er entsprechend eine Produktion hat, die er auch liefern kann. Insofern haben die Märkte da im Prinzip eigentlich schon so ein bisschen das vorweggenommen, was man jetzt auch politisch, was sich da andeutet, dass dort gesprochen wird. Insofern, jetzt ist bei mir auch saisonal die Zeit, in der ich die Getreide auf der Short-Seite handle. Und ich gehe davon aus, dass wir dort auch noch weiter nach unten gehen werden bei Sojabohnen, Mais, Weizen vielleicht weniger. Aber gerade speziell bei Sojabohnen und Mais ist das ein typisches Verhalten. Ja, das klingt interessant und danke, dass du das so ergründet hast. Der Walter Peters schaut ja auch auf Werte, die nach unten gegangen sind, die vielleicht eine Bodenbildung zeigen. Da haben wir die Netflix zum Beispiel neulich besprochen. Wie sieht es denn da aktuell aus, Walter? Ja, ich beobachte ja die Nestle generell, ja, und viele Werte, die zuletzt stark unter die Räder gekommen sind. Man sieht ja auch, dass die schon eine Tendenz nach oben. In den letzten Tagen ist die Nasdaq ja bis auf 12.000 Punkte angesprungen und man kann da schon so einen Boden erkennen. Ja. Ich beobachte die Werte natürlich, weil sollte es zu einer Drehung am Markt kommen, werden sie natürlich deutlich profitieren, also als die Zykliker, die wir jetzt aktuell sehen. Und da gibt es einige Werte, also eine PayPal beobachte ich dann auch, und man kann da auch um die 70 Dollar auch so eine Marke sehen, wo der Aktienkurs auch nicht mehr nachgibt, wenn die Märkte auch schwach eröffnen. Also man erkennt da schon, dass die Aktien sich auf dem Niveau sehr, sehr gut halten. Ja, Aktien sind natürlich das Lieblingsvehikel für den langfristigen Vermögensaufbau, zumindest für Privatanleger. Die Institutionellen schauen aber parallel auf Anleihen, weil die so ein bisschen stabilisierende Wirkung haben. René, wie sieht's denn bei den Anleihen aus? Ja, auch da ist es normalerweise so, dass im Mittelteil des Jahres, so speziell zwischen Mai und August, Mai und September, die Anleihen tendenziell eher nach oben gehen. Wir haben natürlich jetzt zwischenzeitlich argen Druck auf den Anleihenkursen gehabt, weil natürlich auch die Zinserhöhungsrunde anstand, beziehungsweise da die Zinsen auch aggressiv angehoben wurden. Und in dem Kontext ist es immer ganz interessant zu sehen, dass im Prinzip der Anleihenmarkt fällt, sprich also die Renditen steigen, bevor die Zinsen tatsächlich gesenkt werden von der Notenbank. Wenn das dann vonstatten gegangen ist, dann sind die Anleihenkurse meistens stabil oder erholen sich sogar. Insofern
passt das eigentlich beides zusammen? Ich bin da tendenziell auf der Long-Seite unterwegs. Bislang müht sich der Markt da so ein bisschen ab mit einer Bodenbildung oder mit einem Tief. Aber tendenziell sind das jetzt natürlich immer noch ein bisschen wilde Zeiten, wo es natürlich auch nochmal Überraschungen geben kann. Aber ich gehe auch nicht davon aus, ehrlich gesagt, dass wir zu lange Zinsanhebungen sehen werden, weil das dann wieder andere Probleme verursachen würde. Insofern haben wir von verschiedenen Gesichtspunkten aus, die ich jedenfalls nutze, eigentlich ein ganz günstiges Umfeld, um bei den Anleihen auf der Long-Seite was zu probieren auf Swing-Basis mit Blick in Richtung August, September. Nächste Woche ist die Notenbank-Sitzung der US-Fed. Also da könnte es nochmal spannend werden, auf jeden Fall, beziehungsweise in 2 Wochen sogar erst. Da war ich meiner Zeit schon ein bisschen voraus. Sind vielleicht auch einige Pessimisten bei der BASF, da möchte ich mit dem Walter nochmal kurz darüber sprechen. Die haben relativ gute Zahlen vorgelegt, aber die Aktie findet noch keinen Boden, oder? Ja, man sieht, dass die Börse einfach aktuell alles ignoriert, also egal welche guten Zahlen gemeldet werden. Also die BASF hat ja mit den Zahlen überrascht, ja, und die Zahlen waren deutlich besser als der Markt erwartet hat. Profitiert hat die Aktie nicht. Schließt einfach alles so auf die Gesamtlage, die wir jetzt aktuell haben. Und es fehlt der Funke und ja, man rennt das einfach. Alles aus dem Nichts. Das kann natürlich passieren. Wenn wir vielleicht, wenn die Inflationsrate kommt und wir da den Peak vielleicht gesehen haben, so dass wir jetzt so leicht abwärts gehen, die Inflationsrate ist dann halt, dann signalisiert, dass wir jetzt Rückwärtsgang eingelegt haben. Das würde dann vielleicht auch dem Markt etwas helfen. Ja, was wir haben ja jetzt hier die Rohstoffpreise besprochen, wie Weizen und Korn und wir sehen da ja auch, dass die ganze Agrarwerte, da sind die Preise ja auch deutlich gefallen in der letzten Zeit und befinden sich jetzt unter dem Kriegsniveau, also wo der Krieg angefangen hat. Also wir sind da etwas tiefer jetzt gerutscht als und stehen vor dem Kriegsniveau. Also das ist dann vielleicht auch ein Indikator, dass wir die Inflationsrate, dass wir demnächst da vielleicht so, ja, den Peak gesehen haben. Ja, das wird wahrscheinlich schon der Börse schon etwas Hoffnung geben und das könnte ja so ein Zünder sein, ja, an der Börse. Das werden wir unter anderem morgen über die Verbraucherpreise gemeldet bekommen aus Deutschland und auch aus den USA. Da bin ich auch sehr gespannt. Lass uns noch einmal auf einen speziellen Rohstoff zu sprechen kommen mit dem René Wolfram Palladium. Denn da gab es in der letzten Woche einen Hype, muss man fast schon sagen, von rund 10%. Was denn da geschehen? Ja gut, bei Palladium ist tatsächlich die Situation schon eine ganze Weile sehr, sehr explosiv potenziell. Wir haben natürlich dort, wie bei vielen Rohstoffen oder wie bei fast allen Rohstoffen, einen angebotsseitigen Engpass, weil einfach Lieferketten unterbrochen sind. Die Nachfrage an sich ist eigentlich bei fast allen Rohstoffen auch immer noch sehr, sehr hoch. Nur es kann halt teilweise nicht verarbeitet werden und nicht produziert werden. Wenn man sich die COT-Daten angeschaut hat, schon vor einem halben Jahr auch, dann sieht man, dass dort die Produzenten, was ganz, ganz selten der Fall ist, dass die sogar netto long sind. Das kam, glaube ich, 2-mal in der gesamten Historie vor. Und da ging es dann immer zwischen 50 und 200% nach oben. Und da ist es halt einfach nur eine Frage der Zeit, wann so ein Markt dann auch mal so eine scharfe Reaktion zeigt. Das ist ja auch eine Weile gefallen gewesen. Insofern gab es dann dort auch mal so einen leichten Squeeze. Die Spekulanten, das löst ja dann auch oder bestärkt immer so einen Squeeze. Die Spekulanten sind doch sehr bearish positioniert dort und das hebelt das Ganze natürlich nach oben. Sobald mal der Markt ein bisschen anspringt, dann werden dort Positionen ausgestoppt bzw. müssen gecovert werden. Und deshalb, ich gehe davon aus, dass wir ähnliche oder viel, viel stärkere Bewegungen noch in den nächsten Monaten und auch in den nächsten 1-2 Jahren nach oben sehen werden. Also im Normalfall müsste das tatsächlich wieder in Richtung $3,000 gehen bei Palladium. Ja, und diese schnellen Bewegungen, die wünschen sich natürlich die Trader am Aktienmarkt. Deswegen die letzte Frage an den Walter. Ich habe vernommen, dass ganz viele Shortbestände auch aufgebaut wurden bei Aktien. Wenn die einmal drehen, kann es auch schnell gehen. Sehe ich das richtig?
Ja, die Short-Quote ist ja sehr, sehr hoch. Die Shorties, die hatten wir in letzter Zeit sehr einfach, die Kurse sind gefallen und so, sobald die Aktienkurse sich oder die Märkte sich etwas erholt haben, ja, dann kamen die Verkaufswellen sofort und drückten die Kurse dann direkt wieder stark nach unten. Und wenn sich die, ne, wir sehen ja jetzt langsam eine kleine Stabilisierung, und wenn so ein Funke da mal da ist, ja, und je teurer die Aktien werden, das treibt natürlich dann auch die Shorties zur Deckung, dann entsteht so ein Gummibandeffekt, ja, und die Aktien schießen dann natürlich dann auch in die Höhe. Wir hatten jetzt auf der Käuferseite kaum Käufer gehabt, ja, und das Gleiche wird es dann auch sein, dass dann auf einmal keiner verkauft, ja, weil die Stücke einfach dann nicht im Markt sind. Dann sind die Shortseller auch gezwungen, halt teurere Preise zu bezahlen. So entsteht halt dann der Run auf die Aktien, ja, auf einmal sehen wir dann halt eine Kaufwelle, ja. Ja, das kann natürlich auch schnell passieren, aber wie gesagt, wir haben jetzt das zweite Halbjahr hat angefangen. Die E-Commerce-Aktien sind auf meiner Liste. Da sind die Aktien auch sehr, sehr stark abverkauft worden, und so ein Short-Squeeze könnte jeden Moment starten. Also es könnte aus dem Nichts kommen. Ja, vielleicht wird es initiiert von den Quartalszahlen, die wir in dieser Woche haben. Die Banken beginnen. PepsiCo ist auf alle Fälle dabei, oder PepsiCo heißt ja das Unternehmen. Wir haben da JP Morgan Chase und Goldman Sachs noch vorliegen. Darüber sprechen wir dann am Freitag. Erst einmal ganz lieben Dank an euch beide für diese Expertise, und dann wünsche ich eine erfolgreiche Restwoche. Ja. Ciao. Ciao.